Kastanienzeit. Halt. Aber das ist eine kaputte. Ich will eine ganze. Ich glaube, die kleinen Kinder hier in den Garten waren schneller als ich. Oh, da ist eine. Okay, du bringst mir jetzt Glück beim Umzug und dann bin ich glücklich. Es ist so wirklich viel abzugsbereit, sieht es bei mir immer noch nicht aus. Kisten, Müll, anderes Zeug. IKEA lässt grüßen. Ich habe keine Lust mehr. Ich muss noch die ganzen Sachen auseinanderbauen. Sad life. Ja, es war. Ich sag's mal so, für das eigene Kinderzimmer ist es eigentlich relativ groß. Ich hatte schon viel kleineres. Aber so für meine ganzen Hobbys. Einfach nicht genug. Okay, da sind die ersten Bilder. Das ist mein Charakter Raven als Chibi mit ihrer Waffe und ja. Ich weiß nicht, mir ist halt zu den. Ich glaube, ihr Rat ist falsch. Okay, nein, ich probiere es gerade aus. Es ist zwar so, aber es sieht irgendwie nicht richtig aus. Keine Ahnung, der Daumen kann jedenfalls sein. Mir ist halt aufgefallen, ich habe sie noch nie als Chibi gezeichnet, beziehungsweise muss zugeben, ich zeichne sie allgemein selten. Sadly, aber ich versuche da mal ein bisschen mehr Gore zu machen und da ist ja sie perfekt dafür. Meine kleine Sadistin. Das war für eine Raste, also da hat man halt einen Adventskalender, sprich, du konntest jeden Tag jemand das Charakter zeichnen und dann wurde eben jeden Tag irgendwas Neues verlost, von Items, teilweise MGOs, also diese Tickets, damit du dir da einen Charakter aus dieser Welt erstellen kannst. Und ich dachte mir so, okay, du probierst einfach mal Aquarell. Und das ist mit so einem Billigkasten passiert. Ich muss sagen, ich finde die Rüschen ganz schön. Und die Leggings ist jetzt auch nicht schlecht. Aber die Hautfarbe ist... Na. Aber egal. An sich ist es trotzdem süß. Die Hauptsache. Auch wenn ich nicht der süße Typ bin. Das war für eine Rassenquest, dass du sozusagen mit auf Dungeon gehen darfst in ein Abenteuer-Outfit. Und das war es ihr. Das sollte sozusagen auch für die kälteren Sachen geeignet sein und wenn es wärmer wird. Deswegen so irgendwas zwischen Body und T-Shirt. Ich finde es immer noch nicht so schlecht. Und du konntest halt eine bestimmte Anzahl in großen und kleinen Sachen mitnehmen. Deswegen hast du zum Beispiel eine Decke hier hinten, dass einfach die Arme frei sind. Und ja. Und das ist eine Hose, die einfach nur hier so einen breiteren Schlitz hat und immer kleiner wird, dann halt so rüschen. Ich glaube, ich sollte das mal wieder zeichnen. Das ist eigentlich ganz cool. Ja. Das war eine geleinte Action-Szene, wo Lin mit Leine trainiert. Dieses Leinart ist jetzt inzwischen so lange da drin, dass ich einfach es garantiert nicht collern werde. Wenn das doch passiert, Halleluja, ich glaub's nicht, weil ich gehöre zu diesen Menschen. Entweder ich mach's sofort weiter oder es ist leider Gottes gestorben. Also, ich muss sofort an einem Bild arbeiten, ansonsten mache ich das nicht fertig. Gehört ja auch zu den komischen. Ich finde es immer noch schade, weil an sich hatte schon das Leinart gar nicht mal so schlecht Schwung mit, finde ich. Aber ich habe... Es liegt so lange rum. Ah!
Zur Feier, dass in der Rasse Fähigkeiten sozusagen freigesetzt wurden. Beziehungsweise, man kann nicht sagen Trade, aber halt je nachdem, wie viele Schweife es hat, plus eins, also in dem Fall hat sie zwei Fähigkeiten und ich wollte die sozusagen zur Schau stellen. Und dazu hat sie ein neues Outfit bekommen, mein kleiner Liebling Scars. Oder eigentlich Scarlet, aber ich nenne sie immer nur Scars. Von Scary halt, weil sie gerne die Leute erschreckt und so. Und es ist immer noch episch. Und halt einfach dieses Sandwolken, sag ich mal. Und dann einfach dieser sichere Blick nach hinten, so ein bisschen Wind geweht und solche Kleinigkeiten können einfach so viel ausmachen. Das war in der Valentins-Quest. Mein kleiner Liebling Yang. Sie hat leuchtendes Unterhaar. Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob man es eindeutig erkennt, aber sie hat leuchtendes Unterhaar. Und auch wenn sie sehr kindlich ist, sieht sie einfach scheiße sexy und erwachsen aus von den Proportionen her. Alter Verwalter. Okay. Und ihre Devise ist: Sicherheit ist auch eine Form der Liebe. Gut, dann werde ich alle Gebiete sichern. Also, sie wird wie immer kämpfen. Und sich einen Scheiß um das eigentliche Sinn von Valentinstag scheren. Aber okay, man kann nicht alles haben. Und Fun Fact: wenn diese beiden sich ineinander hält, hast du eine Herzform. Ich weiß, ich will mal versuchen, jetzt jedes Jahr in diesem Outfit, weil ich es ehrlich gesagt liebe. Es ist random entstanden, aber meine Fresse, ich liebe es, sie darin zu zeichnen und dann irgendwie immer anders. Vielleicht wird sie ja irgendwann mal den richtigen Sinn von Valentinstag verstehen, was ich nicht glaube. Aber hey, man kann ja kurz hoffen, ne? Das war, weil ich bei der Rasse mir ein NGO zeichnen wollte. Also du hast ja eigentlich in jeder Rasse immer so eine interne Währung und da hast du eigentlich mittlerweile auch als Standard, dass immer ein MGO-Item da ist. Und das war halt einer der Charaktere im Anime-Charakter-Outfit. Und das ist, wie ihr vielleicht erkennt, von Akame ga Kill. Und wie die Dame heißt, weiß ich gerade nicht. Aber die Rasse heißt Milea. Da habe ich auch jetzt zwei Babys und ein MGO offen. Für den ich aber halt erst nach dem Umzug richtig designen kann und so. Aber ich finde es immer noch ganz schön. Außer, dass es einfach nur absolut unlogisch ist, dass ihr Bein so weit oben ist und vor allen Dingen, dass ihr Knie hier weit vorne ist. The fuck? Aber hey, wenn man bis hierhin macht, ist es einfach nur episch. Das ist meine Characters. Ich weiß nicht warum, aber ich spreche immer Characters immer so ein bisschen Englisch aus, keine Ahnung. Layla oder kurz Lay. Sie hat halt viele Marotten von mir, deswegen habe ich halt den Künstlernamen auch mit ihren Spitznamen. Wie man sehen kann. Schimmereffekt. beim Kampf. Bei ihr ist es halt, sie ist eine Nymphe. Ich bin ganz ehrlich, ich habe vergessen, was der ursprüngliche Sinn hinter Nymphen war oder was ihre Fähigkeiten waren. Aber in meinem Fall sind Nymphen einfach halb overpowered. Jegliche körperliche Wunde, auch wenn ihnen beispielsweise der Kopf abgehackt wird, wächst spätestens innerhalb von 24 Stunden nach. Das ist also so nur Momentaufnahmen sozusagen. Aber dafür sind sie anfälliger, was seelische Lasten belangt. Sie können, wie auch jeder normale Mensch, aber halt bei ihnen schneller und intensiver, sage ich mal, durch seelischen Stress, wenn die Psyche im Arsch ist, abkacken. Und wenn sie zum Beispiel auch sowas wie Husten bekommen auf einmal, dann heißt das, das lebt nicht mehr lange. Nicht wegen dem Husten, sondern einfach, weil das sozusagen das letzte Warnsignal vom Körper ist, ey Junge, die Olle braucht Hilfe. Das ist dann ja, eigentlich wird irgendwie alleine geschickt, um sie zu beschützen und zu holen. Und ich muss den Plot irgendwie noch richtig ausdenken. Ich weiß nur, dass sie zwar beste Freunde sind, aber man in bestimmten Momenten denken würde, einfach, die würden jeden Moment miteinander knutschen. Es gibt in jeder Scheißserie einfach ein beste Freundin-Couple, wo du denkst, die sind lesbisch. Aber es wird nie gezeigt. Und das heißt, sie sind immer nur Freunde. Aber es gibt in sehr, sehr vielen
okay, in einigen Szenen denkst du so einfach, jetzt knutsch doch einfach, Alter. Bei Mao Jojos unglaublich gern. Ja, ich habe ja auch zwei, drei angefangene Skizzen. Ich wollte hier Nena ein neues Outfit geben, dass wenn sie dann selbstbewusster wird. Aber irgendwie mehr als das wurde es nicht. Und nein, die Boobies wären nicht frei gewesen, bei ihr ist immer die Brust geschlossen. Das Dekolleté höchstens frei, aber die Brust immer geschlossen. Weil diese Lady like es. Im Gegensatz zu mir. Oh, das tut weh. Das war auch für ein sogenanntes DTA. Nur statt Draw to Adopt heißt es Design to Adopt. Also der Charakter war nackig und du solltest Kleidung verpassen. Und ich habe ihr halt die gegeben. Aber so gerne ich auch diejenige mag, die das entschieden hat, ich fühle mich immer noch zutiefst verarscht, weil ein fast einfarbiger Kimono gewonnen hat. Und ich mache hier verschiedene Linearts und so detailliert und alles. Und schreibe noch einen kleinen Lebensbrief dazu und verliere es, sondern einfach so, ja, danke. Und jetzt habe ich das Problem, ich weiß nicht, was ich mit der Kleidung machen will. Ich will sie nicht sofort jemand anders überstülpen, weil das ist dann in meinen Augen irgendwo lieblos dem Charakter gegenüber. Weil ich liebe das Design auch, aber ich will es auch nicht verkaufen, weil ich so stolz darauf bin. Aber es ist auch voll mega schade, dass es hier verrottet. I don't know. Und das ist übrigens, wie man hier vielleicht sieht, das ist die Jacke, die sie einfach nur oben drüber hat. Ansonsten hast du hier dieses Kleid. So. Okay, das ist dann mein Kessori Lin. Skars ist übrigens auch ein Kessori. Und da wollte ich auch einfach nur ihre Wasserfähigkeit zeigen, aber im Gegensatz zu Skars ist sie einfach ein kleiner Mutti-Typ und will mal allen helfen und so. Und deswegen nutzt die das Wasser immer nur, um ihre Blümchen zu begießen oder so zu pflegen und so. Halt mehr alltagstechnisch statt ich halte dir auf die Fresse. Okay, dann das war auch für einen Designwettbewerb für einen sozusagen bestimmten Posten der Rasse einen Charakter zu designen. Und ich habe sie bekommen. Ich liebe sie immer noch. Aber weswegen ich es nicht so komplett genießen kann, ich war die Einzige, die mitgemacht hat. Ich habe dann immer noch so im Kopf, hätte irgendjemand was reingeschmissen, er ist so im Arsch gewesen. Aber sowas immer nicht umsonst. Und ja. Meine Mila. Oder. Doch, Mila. Mila. Ja. Zu ihr habe ich auch hier irgendwo eine Inno drin. Boah, ist das einfach. Das war auch wieder für einen Designwettbewerb für einen bestimmten Posten. Natürlich haben andere gewonnen. Und da ist wieder dasselbe Problem. Ich mag an sich eigentlich das Design, aber dadurch, dass ich weiß, es war eigentlich für was anderes gedacht und ich kann es jetzt so nicht nutzen, ist es einfach so, hat es einen Fadenbeigeschmack, sage ich mal. Wieder meine Yang. Ist so ein Maifest, also wo du da um dieses Holzbäumchen da rennst, fröhlich hüpfend und ja, sie hat aus Versehen einen Vogel dabei gekillt. Und dass sie, die Rasse lebt in einer postapokalyptischen Welt und das sollte sozusagen eigentlich voll das geile Lineart von dieser zerstörten Hintergrund sein. Und dann kommt sie einfach so fröhlich raufgeploppt. An sich finde ich es immer noch mega süß und liebes, aber das habe ich verkackt. Das tut so weh. Ich glaube, das hätte sonst richtig geil ausgesehen, aber das habe ich verkackt. So, da ist Lynn und da ist noch mal Raven. Nicht als Chibi. Aber Raven hasst Lynn, weil sie ungewollt mit jemandem sehr viel gemein hat, die sie liebt, aber nicht die Liebe erwidert bekommt, weil diese Person eigentlich nur die Person ausnutzt. So ganz simpel erklärt. Ich will das Ganze storytechnisch einfach mehr durchdenken, bevor ich da jetzt großartig Romane erzähle. Aber ja, ich finde es, ich liebe es immer noch. Ich liebe es, meine Charaktere zu. Ich bin eine kleine Sadistin in Stories. Ich liebe es, meine Charaktere zu, sagen wir,
Missbrauchen im Sinne von seelischer und körperlicher Gewalt. Und ja. Und ich habe auch ganz genau darauf geachtet, dass du hier heller hast, weil immer wenn du was abdrückst, wird deine Haut heller, weil ja das Blut weggedrückt wird. Und ein kleines, aber feines Detail. Und ja, ich habe darauf geachtet. Ich weiß nicht, das hört sich jetzt voll dumm an, aber ich bin so ein bisschen stolz darauf, dass mir das aufgefallen ist, als ich dann, oder kurz bevor ich die Zeichnung gemacht habe, dass dann so, warte, du kannst nicht alles normal colorieren, sondern du musst so aufpassen, da sind ja auch helle Stellen, ne? Weil, Physik. Und ja, sie hat Ziegenhufe und buntes Fell. Zuerst hatte sie kein Fell, aber dann habe ich einfach Fell gegeben, weil Baum. das ist dann von einer Aussie-Aktion. Ich fand einfach ihren Metallarm so cool. Ich muss sagen, ich zeige irgendwie mittlerweile unglaublich gern Puppengelenke und dass die halt sowas Ähnliches hat, sage ich mal, es hat mich so gereizt. Und das hier ist einfach Gold. Und ja, ich musste ihr wieder Wunden zeichnen, weil es hat Spaß gemacht. So, auch wieder für ein NGO-Event, also du designst einen Charakter. Wenn du Glück hast, darfst du ihn so behalten oder du sollst, darfst, musst, whatever, dir diesen NGO in dem Wert kaufen. Es gab zwar auch 50% Rabatt, aber in dem Moment hatte ich die Kohle einfach nicht. Naja, sie sollte eine Eide sein mit einer, ich sag jetzt mal, nicht rassistischen, also die werden, diese Unterart der Rasse wird gern runtergemacht und sie wollte erst als Eidol das Ganze bekämpfen wollen und dann geht das aber schief und dann wird sie böse, wollte ich ganz gern so als Storyverlauf machen, aber ich habe sie nicht bekommen und hatte wie gesagt nicht das Geld. Ich mag sie eigentlich immer noch, aber das ist wieder dasselbe. Es ist so, ja, du hast ja eigentlich für was anderes entworfen und es wurde nichts und jetzt bist du nicht recycelt. Voll behindert. Es ist auch eine Kessori, aber da war dann so, ich wollte nicht das ursprüngliche Design verwenden, wie ich sie gekauft habe, weil sie mir da in dem Sinne irgendwo zu schlicht war. Aber jetzt habe ich das Problem, ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich die Farbfacetten machen soll. Und jetzt liegt das auch schon wieder Monate rum und wird also niemals benutzt. Aber die Waffe ist unglaublich. Ich liebe ihre Waffe. Ich weiß nicht, wann ich sie wieder zeichne, aber mir tut es leid um sie, aber keine Ahnung. Es ist schwierig. Ja, angefangener Charakter für eine Rasse, aber wurde nichts. Skars! Diesmal in ihrem neuen Outfit und als Chibi mit realistischen Szenen. Ich liebe es. Ist mir egal, ob sich jemand getriggert fühlt. Und diese Klingen hat sie eigentlich auch vorne auf ihren Stab, aber sie kann die halt auch abmachen. Und halt zum Beispiel wie hier einzeln mit denen kämpfen. Und was ich am meisten an diesem Bild liebe, sind ihre Flügel. Also die Federn. Ich finde die so unglaublich schön. Aber halt auch diese, ja, schon fast psychopathische Gesichtsausdruck. Ah, ich bin ein bisschen verzweifelt beim Colon, gerade wegen den Faltenwurf hier und dann musste ich auch unbedingt Donner einfügen. Aber ich liebe das Bild immer noch und es hat sich gelohnt, es durchzuziehen. So, dann für meine allerliebste Lieblingsshow, Ruby. Love it. Das sind also Ruby ist ganz knapp umrissen. Das Team, worum es geht, RWBY, das sind R und Y. Ruby und Yang, sie zwei sind Geschwister und sie sind einfach so unglaublich süß als Geschwister, aber auch tough. Also so was zwischendrin ist so voll cool. Und ich liebe Yang, sie ist einfach mein. Ich muss gestehen, sie ist auch ein bisschen sehr mein Vorbild, weil ich sie körperlich wie mental unglaublich stark finde und das bei ihr bewundere. Ruby, ja. Ich sag's mal so, in der letzten Season hat sie endlich mal langsam Charakter bekommen und ich hoffe, es geht so weiter. Bisher ist sie eher Feuer gewesen, meh, so weder noch. Aber jetzt bekommt sie langsam Charakter und ich hoffe, es geht so weiter. Das war für ein Draw This in Your Style von der. Ah, ich hab's dazu geschrieben. Maggie
Ich hoffe, man spricht dich so aus. Und ja, sie hat Push-Up, obwohl sie eigentlich nur einen Top trägt. Aber hey, scheiß drauf, es ist Manga. Und ja, es mussten wieder realistische Szene sein, weil ich wollte wieder diesen kleinen Psychopathen-Look haben mit diesem Pastell-Galaxy im Hintergrund und dann diesen Galaxy-Gore. Und es ist relativ bunt, aber es ist voll geil. Ich finde es echt immer noch richtig schön. Und ja, Glitzer. Ich kann mir Glitzer nicht klemmen, wenn ich die Möglichkeit habe. Aber ich mag halt mehr die, so die versteckten Sachen, die du nicht so vorsiehst, so das Surprise. das habe ich auch kein Video. Roxy und meine Characters, Roxy und Marlin? Ist nicht Marlin Männername? Okay, irgendwas mit M. Ihre Mutter heißt Melina und sie war irgendwas mit M. Mann, ich habe so viele Charaktere, ich kann auch mal die Namen verwechseln oder einen Aussetzer haben. Leck mich. Das ist sozusagen in Anime-Sprache nach einem Timeskip. Also, sagen wir mal, so die Hälfte des Plottes erreicht und jeder war kurz seinen Weg gegangen. Und da sollten sie einfach mal zusammenkämpfen sein, weil am Anfang sind sie einfach wie Hund und Katz, aber dann werden sie langsam enger und natürlich muss das auch dazu kommen. Und ich mag einfach diesen Effekt hier voll gern. Was auch immer Grünes auf sie zukommt, Blätter, keine Ahnung, aber dieses Verbrennen und dann hier so Asche sozusagen, was noch rauskommt und dann runterfällt. Und hier die Lichteffekte. Guckt euch diese fucking Federn an, Alter. Bitches, die sind geil. Hier habe ich auch wieder mit Silber dann ihren Eiseffekt nachgemacht. Und ich mag einfach ihre Komposition von beidem. Und das Feuer hier ist voll gut geworden, finde ich ja. Und ich liebe ihr Design. Roxys Design habe ich von, wenn ihr auf Facebook seid, wird der Stellname sowas von bekannt sein. Und in der Zeichnerszene unterwegs. Bachi. Ich habe es aber noch mit ein, zwei Details aufgewertet. Zum Beispiel hatte sie keine kurze Hose drunter und auch nicht diese Verlängerung. Aber ich wollte halt, dass es zwar cool aussieht, aber noch so ein bisschen combat-tauglicher ist. Ich meine, ja, es gibt auch zwei, drei Charaktere, wo man den Schritt sieht, wenn wir zum Beispiel springen würden. Bei Layla würde man es zum Beispiel eigentlich auch sehen, aber sie springt nicht. Sie hat die eleganten fließenden Bewegungen am Boden. und Roxy gehört halt nicht dazu, die unbedingt ihren Schritt zeigen will und jetzt auch nicht so wirklich Kleiderfanat ist, genauso wie Marlin. Ja, ich glaube Marlin. Das fühlt sich richtig an. Sie hat am Anfang zwar auch ein Kleid, aber es hat einen metallen Grund und später holt sich dann eben dieses Outfit und liebt es, weil unter anderem Hose. Und dieses Outfit habe ich von Yayohime. Ja, es ist so ziemlich 1:1, außer zwei, drei Kleinigkeiten. Da habe ich echt am wenigsten hinzugefügt und es ist immer noch so schön. Es passt so perfekt zu den beiden. Das Outfit habe ich auch von Bachi. Wo Elena Badass aussehen sollte. ich weiß noch nicht so ganz, wann ich ihr das Outfit gebe, aber es soll irgendwie auch vorkommen. Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob man bei ihr einfach nur das Ding lässt, ob es ihr dann wirklich so scheißegal ist. Aber sie wird auch wie Layla sehr viel selbstbewusster. Und sie sollte eigentlich einer Flammenattacke ausweichen. Aber ich muss zugeben, auch wenn ich vorher empört war, wie man es wagen konnte, das zu behaupten, es sieht ein bisschen aus, als würde irgendwie aus ihrer Jacke das Feuer kommen und nicht, dass die Attacke an ihr vorbeifliegt. Aber guckt euch diesen Blick an. Ist es so, really? Dein Ernst? Datum. 25.09.18. Letztes Jahr. Ja, ey, auf den Tag genau. Meine Fresse, ey. Okay, vielleicht sagt euch das Bild ja noch was. Das habe ich eigentlich, wo ich versuchen wollte zu erklären, wie ich color. Dann war ich dumm beim Schneiden. Für den Fall, dass euch das neu regierisch macht, warum es auf einmal die Datei gecrashed hat. Ich habe gelernt, ich darf die Dateien erst löschen aus dem Ordner, wenn ich das solange ich ein Video noch nicht komplett abgespeichert habe,
greift das System immer noch auf die vorhandenen Daten im Rechner zu. Und wenn du vorher so schlau bist und die löschst, ja, dann bist du angearscht. Okay. Das war, wie gesagt, die Kleine. Also, wir ignorieren jetzt einfach mal, dass der Fuß eine voll merkwürdige Biegung macht, gerade dafür, dass es eigentlich ein fester Schuh ist. Aber ansonsten finde ich es bis dahin voll süß. Sie guckt so unschuldig. Okay, sie ist auch voll unschuldig, aber trotzdem. Aber jetzt mal ganz blöd gesagt, ich mag irgendwie voll die Falten hier. Es hat was Realistisches, okay? Auch wenn sie zugegebenermaßen jetzt keine krassen Boobies hat und das eigentlich schon wieder fast fehl am Platz ist. Scheiß drauf. mein Charakter Layla. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich ihre Krafterweckung darstellen will. Ob dann das Wasser leuchtet oder einfach nur voll der krasse Badass-Angriff kommt, weil sie jemanden schützen will. Don't know. Hier ist die Variante mit Leuchten. Und das sieht voll schön aus. Vor allen Dingen die Haare. Ihre Haare sind da einfach wunderschön geworden, Alter. Guckt euch diese fucking Struktur im Zopf an. Mit Reflexion des Lichtes. Bitches. Und ich mag voll die Falten hier. Hier. Aber hier ist es so okay mit den komischen Falten, weil ihre Schuhe sind sehr dünner Stoff. Also sie läuft so halb barfuß. Ja, das war dann, nachdem ich allein das Datei gecrashed hat, habe ich versucht, ihr darzustellen, wie ich Cora, aber ja, die Pose ist weird, aber ganz ehrlich, es ist Gas. Scheiß drauf, Alter. Bei ihr, egal wie beschissen die Pose ist, es ist ihr so egal und von daher passt es immer. Bei ihr, die Flügel sind nicht so schön geworden wie bei dem Chibi. Sad life. Das war auch im Dings, wo ich dann aufgegeben habe, weil mir die Haarstruktur zu shitty war, also zu lustlos, sag ich mal. Das war, wo ich versucht habe. Das habe ich versucht zu erklären. Sehr schön, ich weiß es selbst nicht mehr. Keine Ahnung, aber das ist auch auf dem Video von Tutorial. I don't know. Ich bin vergesslich. Guckt es euch an. Es ist meine Mila als Chibi mit ihrer Waffe. Hibe. Ja, Hibe. Ist sozusagen die Fusion der Abkürzung von Hidden Beauty. Und wie ihr vielleicht erahnen könnt durch diese Einschnitte, es hat eine sogenannte Snake-Transformation. Das bedeutet, da, wo ihr jetzt diesen Schnitt seht, kann sich das in die jeweiligen Einzelteile aufsplitten und ist durch ein Seil verbunden und dadurch hat sie sehr viel mehr Reichweite. Und das sieht einfach immer nur unfassbar fucking episch aus, wenn du das in Animes siehst, okay? Sie sollte sowas Cooles haben. Und ich mag halt Speer und Snake Waffen sind einfach unfassbar episch, also musste das zusammen. Und es ist natürlich wieder Glitzer. Alter, ihre Vips haben auf Instagram so unfassbar scheiße viel Aufmerksamkeit bekommen. Zwei Vips davon sind über 100 Likes. Ich verstehe bis heute nicht, warum. Ja. Ich weiß nicht, wenn ihr auf Instagram seid, verratet mir das Geheimnis dieser Plattform, bitte. Selbst wo ich aktiv gepostet habe, da war es höchstens regelmäßig 40 Likes. Wenn ich andere sehe, die gefühlt erst seit Post rausgehauen haben, die haben sofort hunderte Likes und am besten noch 5 Kommentare oder so. Das ist immer so, seriously? Ja, ich zeichne für mich, aber es fuckt trotzdem ab. Egal, es ist trotzdem wunderschön. Und vor allen Dingen sieht der Schweif hier voll buschig aus, voll flauschig. Die hier, ja, die waren beide IP und Co. Aber hier, weil man es nicht so wirklich. Okay, ich habe gerührt vor der Kamera, sehr schön. weil sie ja, wie gesagt, Layla sozusagen beschützen soll in ihrer Welt, im Paralleluniversum ganz einfach gesagt, ist das ihre menschliche Form, die siehst du nur vom Rücken.
Und das wird ihre Schuluniform, die ich jetzt nach langem Umändern so lassen werde, weil ich die echt schön finde. Einfach immer zu gewissen Details und hat was. Mir fällt gerade auf, sie hat voll die fette Wange hier. Und allgemein voll das fette Gesicht, oder ich bin mir das nein. Ja, das könnt ihr wie gesagt im Video alles nachhören, was da ist, weil ich darf die 45-Minuten-Marke nicht knacken, sonst crasht das meine Datei. Dazu gab es auch ein PNQ. Ganz wichtig, bitte, bitte, wenn ihr die Serie nicht kennt, wenn euch diese Character Designs nichts sagen, tut mir den Gefallen und guckt euch bitte Recreators an. Es ist so eine unfassbar schöne Serie und gerade wenn ihr selbst Charaktere entwickelt, hat es so richtig schöne Denkanstöße, die man da auch ruhig beachten könnte. Also an die einen helfen, die Geschichte und die Charaktere authentischer zu machen. So, jetzt habe ich es. Dieses Bild sollte dadurch besonders werden, dass du diesen Schatten von der Baumkrone auf die beiden wirft. Aber ich habe angefangen, dann war ich die ganze Zeit mit irgendwas anderem beschäftigt und dadurch wird es jetzt für immer ein Web sein. Aber hey, du hast immerhin schon mal einen Teil Farbe abbekommen, nicht im Gegensatz zu den anderen Lineart. Aber es sieht voll süß aus, finde ich. Ja, Eleine ist sozusagen Marlins kleine Schwester auf seelischer Basis. Nicht richtig von der Erbfolge her, sage ich mal, aber so seelisch halt. Ja, ich habe auch ein DTI YS gemacht. Aber es hat keine Sorge gemacht. Dabei, man kann es auch einfach machen und zum Beispiel nur hier dann richtige Props. Aber ja, gut. Ich habe auch gefühlt null Reichweite. Aber okay. Das war dann trotzdem so. Keine einzige Einsendung. Okay, ihr Design ist. Für mich ist es so Mittelbereich. Für andere ist es vielleicht detailliert. Aber hätte auch zum Beispiel das Muster hier weglassen können, was sich im Übrigen auch beim richtigen Design verändert hat. Inzwischen hat es einen Character Sheet. Oh, wenn ihr diese Serie nicht kennt, die müsst ihr auch gucken. Please. Zombieland Saga. Und es gibt eine zweite Season. Mein Gott. Ich hätte sie auch getötet, wenn sie nach dem Cliffhanger, beziehungsweise nach dem Anteasern, was alles noch passieren kann, nach der letzten Folge nichts gemacht hätten. Ich hätte sie wirklich umbringen wollen. Nur wollen, nicht machen. Aber ja, es ist einfach nur göttlich. Die zwei besten Zombies, Saki und Tae-chan. Ja, ich weiß, es ist lächerlich, wenn man als Deutscher immer diese Chan und San und die ganzen verschiedenen Anhängungen ranklatscht. Aber ich weiß nicht, durch den Anime habe ich einfach dieses Teil Chan dran. Saki sage ich auch immer nur so, aber jeden anderen Namen sage ich auch nochmal. Aber bei Tai gehört einfach das Chan dazu, weil sie einfach unfassbar unfucking fassbar süß ist, Alter. Sie ist so voll die geile Mischung zwischen süß und ab und zu mal creepy. Oder da fuck. Ich glaube, das habe ich auch aufgenommen. Ja, das habe ich auch. Das ist auch ein PNQ. Ich sag ja, gefühlt die Hälfte ist alles PNQ. mein einziges offizieller Chip bei meinen ganzen Charakteren bisher Lin und Tyson aus meiner Herzensstory, die in keine Ahnung wie vielen Jahrhunderten mal auf Blatt Papier kommt und vielleicht eure Herzen berührt. Ich weiß es echt nicht. Ich habe keine Ahnung. Motivation 5000. Ach nee, 3000, Entschuldigung. Aber seine Haare finde ich da gar nicht mal so schlecht. Auch wenn sie mir ein bisschen zu blaustichig sind, aber sie sind nicht schlecht. Kurze Haare sind einfach nur extrem scheiße zu Connor. Nee, das habe ich nicht gefilmt. Das war für den Mermaid, den ich nie wirklich mitmache. Das ist wieder Inktober, wo du einen ganzen Monat lang eben zu dem Thema Mermaid täglich versuchst, was auf die Beine zu stellen. Ob das jetzt nur eine Skizze, Lineart oder sogar Artwork ist, ist alles dein Bier. Ich habe es nur gemacht bei zwei Rassen hier, weil ich durch das Rassenthema das Ganze wieder interessant fand, wie hier eine Androiden-Mermaid, was eigentlich voll gegensätzlich ist, weil ja, Wasser,
Metall kombiniert sich sehr, sehr gut. Und ja, hier ist wieder Silber. Das sieht man, wenn ich es so wegnehme und dann das Licht. Weil ich zu dumm bin, das farblich darzustellen, mache ich sehr gern mit Silber, das dann immer noch als Verstecknis. Und ich muss gestehen, so sehr ich sie auch liebe, neben einem Line Art im Skizmoch, was ich als DTA-Teilnahme bei ihr gemacht habe, hat sie bisher kein anderes Artwork. Und ich liebe am meisten einfach ihre Frisur. Ja, es ist nichts Besonderes, aber verdammte Scheiße, das macht Spaß. Und auch gerade das Colorn, weil du hast halt so einen Klotz, du musst nicht aufpassen, dass du da nicht übermalst oder so, und du hast einen Klotz, wo du dich austoben kannst mit der Struktur. Ist voll geil. Und ja, sie fühlt sich anscheinend wohl im Wasser, ne? ja, da habe ich ein bisschen mehr, glaube ich, zum Mermaid gesagt. Das habe ich auch aufgenommen. Das heißt Mermaid. M-E-H. Mäh ist immer so ein Schade, muss das sein, oder ich weiß nicht so wirklich, aber das ist immer mehr so unbegeisterte Begeisterung. Beste Beschreibung. Ich mag immer noch total gern den Hintergrund. Ja, und das war es eigentlich, ehrlich gesagt. Also, hier vom Sonnenschein, hier die Lichtanfall ist eigentlich auch wunderschön, aber was mich jetzt vor allen Dingen im Nachhinein triggert, wie unfassbare Hüfte habe ich hier gegeben. Alter, sie sieht fast schwanger aus, außer dass dafür diese Schattierung hier nicht sein dürfte, weil du diese Eindellung sozusagen immer nur hast, wenn du wirklich kein Gramm zu viel Fett hast. Aber ansonsten so vom Umfang her, weiter für weiter. Das ist ein fetter Fisch. Und das ist. Okay, nein. Es ist die letzte Illo-Seite, sagen wir es mal so. Und da wollte ich sozusagen die kleine Ziehfamilie einfach mal festhalten mit Alina, Marlin und Melina, ihrer Mutti. In diesem, ich sag jetzt mal, Designabschnitt werden sie sie nicht mehr kennenlernen. Melina hat nur kurze Spin-offs zu Marlins Charaktergeschichte. Weil sie ist ein sehr, sehr wichtiger Part für Marlins Charakter und Story. Aber sie ist, wenn, ein wichtiger Nebencharakter, ja. Aber ich wollte sie einfach mal so zu dritt zeichnen. Voll süß. Sie hat halt natürlich immer diesen Komplex, dass sie immer denkt, sie macht es nicht gut genug, dass ihre Mutter sich vielleicht schämt oder so. Und alleine freut sich einfach nur, dass sie gerade mal wieder zu dritt sind. Sie ist sehr leicht glücklich zu stellen. Im Gegensatz zu ihr. Ich überlege gerade, wie kann man sie glücklich machen? Mir fällt echt nichts ein. Sie ist höchstens zufrieden, aber so richtig glücklich fällt mir kein Szenario für sie ein. Okay, außer dass ihre Mutter nicht gestorben wäre, aber. Das würde eigentlich ihren ganzen Charakter zunichte machen irgendwo. Weil dann wäre sie richtig langweilig. Tut mir leid. Aber dann wärst du richtig langweilig, Marlin. Jetzt mal voll im Ernst. Dieses Drama braucht dein Charakter. Okay, und dann habe ich mal ein paar Sheets hier hinten reingehauen, weil ich einfach diesen Papierkrebssatz habe. Deswegen habe ich ja die ganzen Skizzenbücher. Das hier ist von der Rasse Anima ex Animalis von Fialin. Ganz stumpf gesagt geht es einfach um verstorbene Tierseelen, die in verschiedenen Unterarten, je nachdem, wie sie umgekommen sind, im Sinne von ich töte alles, weil Wut, oder ich töte nur den Verursacher, weil Wut, oder okay, ich kann damit leben, dass ich gestorben bin. Und ich glaube noch eine vierte, oder irgendwie so. Ihr Nachleben sozusagen im. Ja, im Himmelsreich mehr oder minder, auch wenn es wie eine richtige Stadt sieht aus den in den Bildern, aber im Prinzip sind sie im Himmel. Und einmal das farbige und dann habe ich die ganzen Lineups von den Details. Und ganz ehrlich, ich bin mega stolz auf ihre ganzen Headshots hier. Die sehen so unfassbar schön aus. Ja. Vor allen Dingen sieht sie so niedlich aus, Alter.
Und oh, da fällt mir ein. Das ist auch ein Pirenkuchen. Okay, also mehr Infos könnt ihr aus dem entnehmen. Ich muss immer mehr zeichnen, aber ganz ehrlich, ja, Flügel. Oh, Flügel sind so Hassliebe bei mir, also absolute Hassliebe. Weil ich weiß, sie machen dadurch das Design ganz, ganz leicht wieder schön. Beziehungsweise peppen es einfach auf. Aber die sind so unfassbar anstrengend zu zeichnen und so kolern, ja. So fuck. Nee. Oh, Entschuldigung. die habe ich durch ein DTA, da war ich die Einzige, die mitgemacht hat. Ja, aber es war halt auch so, wer zuerst kommt, mal zuerst. Da habe ich Glück gehabt. Da wollte eigentlich noch jemand anders, aber weil ich schon einen Kommentar geschrieben habe, ich will mitmachen, hat sie gesagt, okay, ich lasse dir den Monat Zeit, danach hast du Pech gehabt, wenn ich schneller war. Und ich habe es geschafft. Ich habe es dann einfach gleich als Cheat gemacht, weil es so, ich sage jetzt mal, abgesprochen war, aber im positiven Sinne. Halt ganz offen unter dem Beitrag. Und ich liebe einfach diesen Faltenwurf, den ich hier gemacht habe, ehrlich gesagt. Weil ich finde, es sieht aus wie ein leichter seidiger Stoff, auch von der Reflexion her. Könnt ihr gern anders sehen, aber ich bin für meinen Teil ein bisschen stolz drauf. Und gerade hier hinten siehst du es extrem. Also extrem gut in dem Sinne. Ich sag's mal so, es ist nicht diese Steinstruktur geworden, die ich haben wollte, aber ich finde sie mittlerweile auch echt nicht schlecht. Und das ist ihre einzige Illus, sadly. Ich habe so viele Babys, ich habe einfach keine Zeit, sie zu zeichnen. Aber ich hoffe, das ändert sich bald. Sollte es. Wenn alles so klappt, wie es im Kopf geplant hat. Das war mein erstes Baby der Rasse. Die davor hat halt auch noch dazu gezählt. Lilly, die ich als OTA ja, mehr oder minder ersteigert habe. Ich habe ihr Design nochmal ein bisschen aufgewertet, weil mir einfach was gefehlt hat oder teilweise too much war. Außer natürlich die Trace, die darf es ja nicht ohne Tipps machen. Weil ich ihre Haare geändert habe. Sie hatte vorher off und ich habe ihr einfach einen Zopf gegeben, beziehungsweise an den Seiten sieht man ja, hier hat sie die geflochtenen. Ich wollte dadurch, dass sie einfach erwachsener aussieht, weil nur mit offen, ich finde nur offen und gerade lang hat immer was Kindliches. Das hier habe ich eigentlich freigelassen, damit sie da ihr Zweitdesign gleich daneben hat. Aber dazu bin ich auch seit 500 Jahren einfach immer noch nicht gekommen. Und das war der erste Character Sheet, den ich reingehauen habe. Blättern Sie sich um! Von den Usachikan. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Don't know. Das ist bei, wenn sie ihre Magie anwendet, Pflanze. Ihr eigentlich gelbes Tattoo. Aber ich war in dem Moment betriebsdumm und habe angefangen, das Lila zu colorieren. Dann so, fuck, okay, dann nehme ich Gold, das überdeckt alles, wenn du es fett machst. Und dann kriegt sie auch immer grünen Ansatz bei. Und das war's. Es sollte nicht den 45-Minuten-Rahmen sprengen. Und ja, ich habe ein bisschen schnell geredet, weil, wie gesagt, dieser Zeitrahmen. Ich hoffe, das Video hat mir oder minder gefallen. Ich gebe mein Bestes, in 2 Wochen wieder eins hochzuladen. Also ein Video. Aber kann nichts garantieren, denn ich bin momentan, wie man vielleicht sieht, im Umzugsstress. Ja, erste Wohnung, meine Güte, neuer Lebensabschnitt. Für mich mehrerer Hinsicht. Naja, dieses Baby ist jetzt jedenfalls auch wirklich. Dieses Baby ist jetzt jedenfalls auch im Karton. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr vielleicht ein Abo da lassen könntet und einen Kommentar, wie ihr so, keine Ahnung, die Bilder findet oder die Character Designs oder weiß der Geier, was euch gerade einfällt. Erzählt mir von eurem Tag, ist mir Latte. Wenn ich es nicht vergesse, ploppen da jetzt die Schaltplatten auf. Und ja, wie gesagt, ich würde mich über ein bisschen Aufmerksamkeit freuen. Und ja, diese Woche geht endlich zu Ende. Und die nächste Woche wird mindestens genauso anstrengend.